Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Loot Raider hat es mal wieder getan. Sie haben uns eine Kiste mit unbekannten Inhalten zur Verfügung gestellt. Für Geeks, für Gamer, für dich, also für mich. Vielen Dank, Loot Raider, an dieser Stelle, dass wir wieder mal was hier auspacken können. Wenn ihr das Ganze auch machen wollt, schaut euch einfach die Homepage an. Dort gibt es alle Informationen, www.lootraider.de zum Thema Bestellen. Hier ist immer ein Warenwert drin von 60 Euro mit einem festen Thema. Dieses Mal Thema War, deswegen diese Handschuhe. Alles erinnert mich so an War, Krieg. Ne? Nicht War, Jackie Chan, sondern War, W-A-R. Und ja, einmalig müsst ihr 34,95 Euro bezahlen, wenn ihr das machen wollt. Wenn ihr sagt, okay, ich mache das dreimal hintereinander, bezahlt ihr 29,95 Euro natürlich pro Monat. Oder ihr sagt, ey, Yankee91, ich habe deine Videos gesehen, ich habe die Homepage gesehen. Hier ist vieles Geiles drin. Ich bestelle das für ein ganzes Jahr. 24,95 Euro und ich greife rein. Ich greife rein. Ich spüre nichts mit diesen Handschuhen. Oh, was nehmen wir denn da? Oh, das ist was Großes. Warte. Nehmen wir das hier. Was haben wir hier? Call of Duty Advanced Warfare. Ich packe sofort aus. So, hier haben wir also einen Call of Duty Advanced Warfare Schlüsselanhänger. Nochmal Logo von einer Fraktion. Kennt ihr die Fraktion? Welche Fraktion ist das? Schreibt es doch in die Kommentare. Also hier ein Schlüsselanhänger, Doctech mit Silencer. Das ist halt dieses schwarze Gummi, die schwarze Gummiumrandung, damit das nicht klimpert. Das tue ich mal zur Seite. Natürlich, Doctech passt immer zum Thema War. Alles klar, seid ihr bereit? Ich greife wieder rein. Was haben wir hier? Was ist das? Das ist eine Mütze. Einen Moment, bin sofort wieder da. So, passend zu den Call of Duty Schlüsselanhängern haben wir hier nochmal eine schöne Mütze zum Winter. Aber hier vorne noch Dings dran. Ja, wie nennt man das? Den Vorderteil einer Cappy haben wir da dran zum Thema Winter. Zu Winter passt das noch. Wir sind noch, ja. Im Winter ist noch recht kalt, könnte eventuell sogar noch kälter werden wieder, leider. Wir werden sehen, und wenn es kälter wird, haben wir uns schon mal vorgesorgt mit dieser winterlichen Mütze. So, greifen wir wieder rein. Was ist hier noch? Es hat mich gebissen, ey. Ganz ruhig, ja. Es hat mich gebissen. Was haben wir hier? Call of Duty Black Ops 2. Einen Moment. Alter, das ist doch mal geil. Call of Duty Black Ops 2, und zwar ist das eine Kette. Oh ja, das ist doch mal Hammer, oder? Das ist doch mal eine geile Kette von Black Ops 2. Call of Duty, ein sehr geiles Spiel. Besser hätte uns Warfare meiner Meinung nach. Aber darüber kann man sich ja streiten. So, und weiter geht's. Wenn wir nochmal, wir hatten noch nicht... Ah, aua, aua, oh, nein, es hat mich gebissen. Mein Finger, nein, natürlich nicht, das war vom Halloween-Loot. Ein Finger, das war da drin. So, oh, meine Damen und Herren. Alter. Nuka-Cola. Alter, wir haben eine Nuka-Cola, unsere eigene Nuka-Cola. Zwar nicht in der Flasche, aber es ist Nuka-Cola. Nicht Nuka-Cola Quantum, aber es ist... Nuka-Cola. Lecker. Jetzt haben wir sogar unsere eigene Nuka-Cola. Wahrscheinlich wieder Energy Drink, ne? Wir schauen gleich nach, denn es gibt ja immer wieder eine Broschüre. So, gucken wir mal weiter. Was ist das? Was haben wir hier? Ist das ein Dosenöffner? Flaschenöffner. Flaschenöffner, ja, ne? Das ist ein Flaschenöffner. Und schon wieder von Nuka-Cola, Ice Cold. Das ist ein Magnet und ein Flaschenöffner. Geile Kombi. Und wieder von Nuka-Cola. Wunderschön, ich liebe Nuka-Cola. Aus Fallout. So, Ladies and Gentlemen, kommen wir zum Hauptteil. Zum T-Shirt. Was für Motiv haben wir dieses Mal? Was haben wir hier? Es ist grau, graulich, und wir gucken einfach mal nach. Alter Falter, ganz rustikal gestaltet, Welcome Home.
111, Vault 111, Fallout 4. Das ist ein Fallout 4 T-Shirt. Jawohl. Wir haben Nuka-Cola, wir haben Fallout 4 T-Shirt, wir haben einen Flaschenöffner. Was braucht man mehr? Nuka-Cola Quantum. So, hier haben wir nochmal alles, die Broschüre in der Hand. Hier haben wir nochmal alles aufgelistet und wir gucken mal, ob wir wirklich auch alles haben, was hier ist. Nuka-Cola, check. Flaschenöffner, da, check. Die Mütze, da oben, check. Und es gibt verschiedene Motive von der Mütze. Wir haben die hier bekommen, alles klar. So, es gibt sogar auch verschiedene T-Shirt-Farben. Wir haben die grauliche, es ist natürlich nicht richtig grau, es ist grau-blau, würde ich mal sagen. Haben wir bekommen, welcome home, Dankeschön, check. Die Call of Duty Black Ops 2 Kette, da, check. Doc-Tag, Schlüsselanhänger oder eine Kette. Wir haben den Schlüsselanhänger, aber wir hatten auch schon vorher zwei Doc-Tags, also check. Und Broschüre natürlich wie immer dabei. Check. Welcome home. Willkommen zu Fallout 3. Sollte es ein Fallout geben, haben wir eine gute Chance zu überleben. Denn wir können uns erstens, wenn Winter ist, warm halten. Und zweitens, wir haben was zu trinken. Das war's dieses Mal mit dem Unboxing. Vielen Dank nochmal an Loot Raider, dass sie uns diese Kiste mit geilem Inhalt zur Verfügung gestellt hat. Schönen Tag noch und tschüss.